könnte auch ein gutes Trinkgeld haben. Ja? Thank you.
spenden! Bitte! Danke! Du hast es mit auf Band machen. Ich wollte nur mal wissen, wer mit dran ist. Dann sollen die Schema jetzt erstmal kommen. Wenn Susanna kommt, dann schieben wir Susanna und Thomas und Ende den anderen ein. Dann können die Schema von mir weiterziehen. Dann bringen wir mal den Wasser aus. Und was sagst du zum Straßenfest? Das geht so, das geht so. Ich würde mir mehr Leute wünschen eigentlich. Mehr die 67-Jährigen. Ja, du bist ja das antifaschistische Straßenfest, ja, ein gewisser Anspruch, aber es ist ja doch, die Leute, die vielleicht im Zweifel sind, kommen heute nicht her. Ja, das ist nicht ganz verstanden. Die, was? Die Leute, die im Zweifel sind, die nicht so richtig wissen, sind sie links oder rechts, ja, die man vielleicht gewinnen will, die kommen ja kaum hierher. Das ist das Problem, an die Leute ranzutreten. Ich meine, wenn man Plakate klebt, spricht man eigentlich bloß die Leute an, die sowieso kommen. Und die Leute, die eigentlich kommen sollten, die kommen meistens nicht. Das ist das Problem. Bloß ich wüsste jetzt auch nicht, wie man die Leute ansprechen könnte, die kommen sollten eigentlich. Aber vielleicht müsste man der, in der Zeitung wurde eigentlich Werbung gemacht und so, auch an überregionalen Tageszeitungen wie Motz und wie sie alle heißen. Bloß wahrscheinlich ist es jetzt auch so, dass es die meisten egal ist, was hier passiert. Oder vielleicht, dass sie es auch gar nicht sehen wollen. Dass manche das zwar schon sehen, aber nicht sehen wollen, was hier in Deutschland eigentlich passiert. Auch gerade das Problem Rechtsradikalismus. Dass da eigentlich mehr was gemacht werden müsste, als die meisten aber ihre Augen verschließen, sich in den Sessel setzen, Fernsehen gucken und ihr Bier haben
Und das ist für die meisten die Hauptsache, das Problem eigentlich. Und was kann da ein Straßenfest erreichen? Ein Straßenfest wie dieses kann erstmal vielleicht einige Leute wachrütteln, gerade die hier so wohnen, einfach mal so runterzuschauen, was ist da eigentlich durch dieses Straßenfest und vielleicht auch mit einigen Leuten ins Gespräch zu kommen, die jetzt, sag mal, eine andere Meinung haben, mit denen zu diskutieren, anstatt Steine zu werfen und vielleicht, na gut, die zu überzeugen, wird vielleicht schwer zu sein, wird schwer sein. Aber erstmal vielleicht irgendwo da eine Brücke zu schaffen, dass man sich erstmal aufeinander zugeht, aber nicht, also zugehend nicht mit Steine werfen, sondern einfach mit im Gespräch aufeinander zugeht. Seid ihr bis jetzt zufrieden mit dem Straßenfest? Ja, also ich bin ja zufrieden damit. Sind genug Leute da? Mhm. Also super. Wetter ist geil. Mhm. Geht. Was kann denn so ein Straßenfest hier erreichen? Na, wir wollen an sich, wollen wir die Möglichkeit geben, dass ihr eben antifaschistische Gruppen vorstellen könnt. Also was jetzt so hier, vor allem eben die Antifa Bernau, die sich hier ein bisschen vorstellen und repräsentieren. Und wir halt oben, also vom Jugendbüro, der multikulturelle Sportverein, dass der sich eben vorstellen kann. Und dann eben unterschiedliche Initiativen, die zu Bernau hier sind. In Bernau sind ja aktiv geworden bestimmte rechte Gruppen, die FAP zum Beispiel. Meinst du, dass so ein Straßenfest darauf eine richtige und ausreichende Antwort ist? Nee, das ist eine Aktion für jeden Tag. Mhm. Also eigentlich sind wir uns darüber einig, man muss was machen mit den Jüngeren, also 7., 8. Klasse. Und das ist das Schlimme, dass es da keinen gibt, der da was direkt macht. Also nach meiner Meinung müsste wirklich Leute geben, die sagen, wir machen speziell was für die Kids, also 7., 8. Klasse. Mhm. Und dann auch tägliche Arbeit. Und das Straßenfest ist bloß so ein bisschen, um Mut zu machen, motivieren zu wirken oder so. Amnesty International und ein Straßenfest antifaschistisches, wie verträgt sich das? Naja, Amnesty ist immer zu vertreten. Mhm. Das ist egal auf welcher Veranstaltung, auf alle Fälle immer, wo Menschen auch sind. Mhm. Ist Amnesty International immer präsent. Und wie ist die Resonanz auf Ihren Stand? Eigentlich sehr erstaunlich. Ich bin ganz, ganz, gerade Jugendliche greifen zu und haben sogar schon gespendet. Und da freue ich mich drüber. Mhm. Das ist ganz cool. Aber manche sind natürlich, die frecherweise ablehnen. Essen ist wichtiger, die Bonbons in der Hand. Mhm. Wichtiger als die Kosten. Sie sind ja nun nicht so jung wie die meisten, die Stände hier betreiben. Fühlen Sie sich wohl auf dem Fest? Nein, hm? So ganz unsicher. Ja. Ja, ich bin sehr erstaunt. Mhm. Aber wie gefällt Ihnen das Fest? Ach doch, ja, locker ist ja immer ganz gut, ne? Mhm. Ich wollte einfach so ein Plakat haben. Wie hat dir das Straßenfest bis jetzt gefallen? Was hast du davon erwartet? Also weniger als es tatsächlich jetzt ist. Aber ich bin doch überrascht, dass hier so viele Leute sind. Warum hast du so wenig erwartet? Ja, weil ich Bernau bisher nicht kannte und mir eigentlich gedacht habe, dass es eher klein ist. Mhm. Und weil wir einfach ein paar Wochen in Strausberg was gemacht, da waren halt wesentlich weniger Leute. Mhm. So ungefähr wie in Strausberg habe ich das hier auch, also habe ich das auch eingeschätzt, aber ich bin doch positiv überrascht, wie viele Leute da sind. Das Publikum ist ja ziemlich gemischt und ein ja. Teil des Publikums, denke ich mal, hat mit Hausbesetzung nicht eben viel am Hut. Nee, aber die Neugier, wie ist die Neugier dieser Leute? Ja, groß eigentlich, bisher jedenfalls. Mhm. Also ich will mal so sagen, positiv wie auch negativ. Wie meinst du das? Ja, weil es auch schon also einigermaßen ablehnende Äußerungen gab. Mhm. Und was bringst du da als Antwort rüber? Ich kann damit leben. Also wenn die Leute dann einfach nur was da lassen und dann weitergehen, kann ich dazu nicht viel sagen. Mhm. Schade. Mhm. Und was erwartest du noch von dem Fest heute? Also für uns persönlich, dass wir noch ein bisschen was umsetzen und dass es halt ruhig bleibt. Mhm. Und dass es keinen Ärger gibt. Was passiert mit dem Umsatz? Der wird zum Teil geht es in die Knastkasse, zum Teil werden Prozesse finanziert und zum Teil müssen wir davon leben. Mhm.
Thank you.
Text denkt, Leute. Hm? Also wir sind die Gruppe Jelem und singen Roma-Lieder und russische Romanzen. Wir fangen an mit einem Roma-Lied, du Bawal, Wind, du Wind, du hast mir meinen Mann umgebracht, ein Klagelied einer Frau. Ай-ра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 й
Ay, no, 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 no,